Ja, hallo Herr Servas. Schön, ich grüße Sie. Es Hallo. freut mich sehr, dass wir hier bei Ihnen sein können, am Chancenmacherbus. Warum haben Sie denn so spontan zugesagt? Ja, weil ich eine tolle Aktion finde vom BVK, von Ihnen insgesamt. Also von daher, und das ist ja unsere DNA quasi in unserem Geschäft. Ja, Sie sind hier direkt am Wasser. Ja. Sind Sie auch jemand, der immer am Wasser gewohnt hat, oder sind Sie hier mal hergezogen Ja irgendwann? und nein, seit 30 Jahren bin ich im Norden, aber ich bin gebürtiger Stuttgarter und in Bayern aufgewachsen. Also insofern habe ich die ganze Fakultät in Deutschland erlebt. Und ganz ehrlich, wo ist am schönsten? Im Norden. Im Norden, ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in einen geschützteren Ort. Da kann ich die Jacke auch mal ausziehen und dann werden wir ein bisschen längeres Interview noch machen. Sehr gerne, Frau Ja, Lieber. wir gehen hier einfach lang. Ja, Herr Zerwas, herzlich willkommen bei unserem Chancenmacherbus. Wir sind zu Ihnen gekommen zur MBG Schleswig-Holstein. Was machen Sie denn eigentlich genau? Was macht die MBG hier im hohen Norden? Wir als MBG sind ja für die Begleitung des Mittelstandes zu Eigenkapital- oder Eigenmittelverstärkung zuständig. Das tun wir auch sehr gerne. Vom Geschäftsfeld her begleiten wir Gründer, Start-ups, Firmen auf Wachstumskurs. Vielfach, wenn ich mal Ihre Fakultät BVK angucke, auch in Segmenten, wo Venture Capital oder PE-Firmen für die Größenordnung nicht, wo es nicht reicht von der Größenordnung her. Und insofern machen wir auch kleinere Unternehmen. Was ganz wichtig ist, das gilt für alle MBG, sie sind unfassbar stark im Gesamtgefüge verwurzelt. Das heißt, die Gesellschafterstruktur sind in der Regel die lokalen Banken aus allen Fakultäten, die Kammern, wie bei uns zum Beispiel Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammern, die öffentliche Seite zum Teil. Und generell haben wir auch einen sehr starken Support von Bund und Land, weil viele unserer Beteiligungen werden durch die öffentliche Seite auch zum Teil rückverbürgt. Und in diesem Segment unterstützen wir die Unternehmen hier in unserem Bundesland. Also das heißt, Sie machen die Unternehmen groß erstmal, die dann später vielleicht mal durch einen anderen Investor auch gekauft werden können. Das ist der Plan. Genau Ja. so ist es. Genau so ist es. Ja. Jetzt haben Sie uns was mitgebracht, was ja mit Impfung zu tun hat und ich bin ganz gespannt. Das sieht irgendwie nach einem Arzneimittel aus. Genau. Von Osteolab, ein Osteoporose-Test, ein tolles Beispiel für Technologietransfer. Wir haben hier Ja. in Kiel das Geomar-Helmholtz-Institut. Die haben im Rahmen der Meeresforschung, bei der Korallenforschung festgestellt, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das auf die Menschen zu übertragen, nämlich schlicht und ergreifend Osteoporose festzustellen, ohne über Radioaktivität Knochenmarkmessungen zu machen oder Knochendichtemessungen. Hier haben wir die Gelegenheit, sagen wir mal, mit reinem Urintest vorzeitig so eine Diagnose stellen zu können, was für die Patienten und für alle viel leichter ist. Also freuen wir uns dabei zu sein und das ist jetzt gerade im Vertrieb über die Apotheken und dergleichen. Also von daher Und wann tolles sind Sie da Produkt. eingestiegen? Also seit wann sind Sie Seit beteiligt? anderthalb Jahren ungefähr. Ja. Und das ist so ein Beispiel für vielleicht später einen Hidden Champion, oder? Davon gehen wir mal aus. Ja, richtig. Und das ist wirklich ein tolles Produkt. Also von Ja. daher, ja. Wenn Sie sich selber, aber auch die MBG als Chancenmacher definieren sollten, können Sie sich damit anfreunden? Ist das ein Begriff, bei dem Sie sagen, ja, das machen wir? Ja, auf jeden Fall. Bei Gründern fällt es ja noch leichter, bei Startups zu sehen, wir wollen, wie heißt es, begeisterte Gründer begleiten, wollen die auf den Weg bringen und das tun wir dann auch gerne. Aber auch bei bestehenden Unternehmen. Die Hälfte unserer, wie heißt, Aktivitäten sind ja mit bestehenden, ganz normalen Nachfolgefinanzierungen und dergleichen. Aber auch da gilt es, Dinge voranzutreiben. Wenn der Malermeister den größeren Handwerksbetrieb seines Chefs übernimmt, weil der in Rente geht, dann gilt es halt auch Chancen wahrzunehmen und voranzubringen, seine Ideen, weil es wird dann nicht eins zu eins fortgeführt. Also ja, Chancenmacher sowohl bei jungen, bei bestehenden und auch bei sehr, wie heißt, langjährigen Unternehmen, weil da ist immer Bewegung drin. Wir sind jetzt noch mitten in der Pandemie. Sie Ja. haben ein Medizinprodukt mitgebracht. Ja. Ich würde gerne mal fragen, Corona, hat das Auswirkungen jetzt auf das Geschäft gehabt? Sind Sie ein Stabilitätsanker? Wie bewerten Sie das, aus Ihrer Perspektive? Ja, also wir begleiten auch eine ganze Reihe von Corona-Programmen in der Tat. Also, das erste Statement für uns war ganz klar: Wir bleiben bei Unternehmen, lassen die nicht im Regen stehen. Sowohl bei unseren bestehenden als auch bei neuen. Weil das wäre ja auch ein Risikosystem gewesen, zu sagen, wir reduzieren unsere Aktivitäten, weil ich will ehrlich sein, die Corona-Krise hat natürlich auch in unserem Beteiligungsportfolio durchaus Spuren hinterlassen. Aber es war uns ganz wichtig, von vornherein zu sagen, wir bleiben dabei. Und zusätzlich haben wir natürlich mit Unterstützung von Bund und Land, KfW, Säule 2-Programm,
auch ein großes Programm aus der Taufe gehoben und auch eine ganze Reihe von Beteiligungen gerade in der jetzigen Phase vergeben, um die Unternehmen hier zu stabilisieren. Zusätzlich im Land noch Programme. Also das eine war, wir wollen auf jeden Fall weiter Gas geben, wir wollen unterstützen und haben auch die Möglichkeiten, die die öffentliche Seite uns bietet, auch genutzt und bringen es auch in den Markt. Die Zahlen bestätigen das auch ein Stück weit. Die BVK-Zahlen zeigen ja auch ein steigendes Wachstum. Wir haben, glaube ich, 30% im letzten Jahr mehr gemacht. Wenn ich das erste Quartal angucke, noch eine weitere Steigerung, weil natürlich eine EK-Krise kommt ja ein wenig nach der Liquiditätskrise. Und von daher sind das so Dinge, die wir tatsächlich auch begleitet haben und auch tun. Wenn wir mal auf die Gründerinnen und Gründer noch mal verstärkt gucken, dann hat man ja immer so Hotspots im Auge wie Berlin oder München. Aber Sie haben offenbar hier in Schleswig-Holstein auch welche. Ja. Klar, mit Berlin und München können und wollen wir uns nicht vergleichen, doch wollen schon, aber können wird ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Das erste ist, auch die Hochschulen haben einfach das Thema der Begleitung von Gründern oder Spin-offs letztendlich für sich erkannt. Die Landesregierung unterstützt das auch sehr stark, indem sie es auch mit dem Start-up Schleswig-Holstein diesen Cluster mit Geld und Know-how unterstützt. Wir haben unsere Technologieförderung hier, aber auch wir selber. Wir machen ungefähr um die 100 Beteiligungen im Jahr, davon sind über ein Viertel echte Start-ups. Und den Part wollen wir in der Zukunft natürlich auch noch weiter forcieren letztendlich. Gerade das Thema der offenen Beteiligungen. Und von daher, ja, also versuchen wir schon im Rahmen unserer Möglichkeiten das voranzubringen. Ob wir mal an München oder Berlin rankommen, lasse ich mal dahingestellt, aber wir tun einiges in der Hinsicht, ja. Zuletzt noch mal bei Ihnen nachgefragt, wenn Sie an eine persönliche Chance oder möglicherweise auch Niederlage und Chance denken. Fällt Ihnen da irgendwas ein? Was war Ihre größte Chance im Leben? Also die größte Chance war für mich natürlich jetzt rein beruflich und persönlich, hier diesen Job bei der MBG vor 5 Jahren zu übernehmen. Ich war ja viele Jahre bei der Investitionsbank, da war ich schon als Fondsmanager tätig. Insofern bin ich langsam rangewachsen, aber als die Gelegenheit dann hier kam, das war für mich persönlich und ich habe sie nie bereut letztendlich. Super. Und gibt es auch eine private Chance, bei der Sie sagen würden, wenn ich so auf mein ganzes Berufsleben, auf mein Privatleben zurückblicke, vielleicht Studium, Schule, gibt es irgendwas, was Ihnen so spontan, Familie vielleicht auch einfällt, bei dem Sie sagen, das war eigentlich eine super Chance für mich als Mensch? Für mich als Mensch war es natürlich eine super Chance, dass meine langjährige Partnerin, die ich vor kurzem kennengelernt habe, dass das nach vielen Jahren der Freundschaft, die wir hatten, was Gutes geworden ist. Also von daher, ja. Das hört sich auch gut an. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, ja. Und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank.